Und los! All In wird präsentiert von Sound. Die ganze Welt ist schon da, doch nur recht, wenn ich da steh durch. Ich muss zuerst mal durch den Schnufe flusen, bevor ich denen aufs Laufband kann. Und ich laufe um mein Leben, immer mit Beats, ich erlebe mir nur mehr schnell. Aber wie ist das jetzt wieder so, mit, also jetzt hast du ja wieder für mich so Promo-Sachen und du bist eigentlich mega präsent momentan, finde ich. Du hast mega viel so Deals und Geschäfte am Laufen. Überall Wettbewerbe, ich finde es schon krass. Du bist viel präsenter wie auch schon. Wie findest du das? Ich glaube, das muss in der heutigen Zeit auch sein. Ich meine, ich, am liebsten würde ich auch einfach ein Album rausbringen und könnte einfach hier im Studio hocken und zuschauen, wie es sich verkauft. Weißt du, so. Aber die Zeit ist halt vorbei. Und die Leute müssen erfahren, dass ich ein Album habe. Das ist klar. Ich meine, es ist auch ein Druck, so ein Album rauszubringen. Es ist auch nicht selbstverständlich, in unserer wohlhabenden Schweiz können, von der Musik zu leben. Mhm. Und es ist ein Privileg, dass ich nach 10, 11 Jahren, jetzt, wo ich Musik mache, mein 7. Album rausbringen kann. Und es anscheinend immer noch Leute interessiert. Und von dem her bin ich gerne der, der dann auch halt ein bisschen unterwegs ist. Ja. Ja. Aber ist dir das wichtig, dass du so eine Bekanntheit hast? Oder eben, du sagst, du kennst ich meine, ich kenne es nicht anders. Ich war 17, da war ich auf der Titelseite vom Blick. Und von dem her, eben, mein Leben, also speziell, jeder hat ein spezielles Leben, aber die Art und Weise von meinem Leben ist sicher speziell. Von dem her, wie wäre es, wenn es auf einmal nicht mehr so ist? Keine Ahnung, ich kann das nicht sagen. Ich nehme es immer easy und sage, ja, ich wäre noch genau gleich oder es wäre mir scheißegal. Oder weißt du, irgendwie so. Aber ob denn das wirklich so ist, weiß ich nicht. Aber ich meine, wie gesagt, du hast ja gesagt, so ruhig geworden und so. Ich meine, ich war sehr lange jetzt auch nicht mehr in Zürich, nicht mehr an einer Veranstaltung. Aber das ist ja voll easy. Also das finde ich, das ist ja voll okay. Nein, eben. Und mir hat das auch nicht gefehlt. Ja. Sonst würde ich ja wieder gehen. Oder Swiss Music Awards, bin ich zweimal hintereinander nicht gewesen. Also weißt du, jeden anderen Schweizer Musiker trägt sich das ein in der Agenda und geht und nimmt seinen schönsten Anzug, oder? Und ja, von dem kann man mir nicht, also nicht vorwerfen, dass ich in dem Sinne so mediengeil oder so bin. Nein. Aber das, was ich machen muss, das mache ich. Aber was unterscheidet denn eben, also deine Einstellung zu der von den anderen Künstlern, die eben, dass sich fett eintragen, den Anzug schon seit Wochen parat haben? Ich war schon bei Music Star so. Ich meine, ich bin da hingegangen. Ich habe gerade letztens irgendwie Videos gesehen von früher. Ja. Weißt du, hey, ich bin fast in Tränen aus. Nein, wirklich. Aber du bist mega herzig. Ich so da, ja, nein, mega herzig. So der Koch mit so einer Wollenkappe so auf dem Stuhl. So, ja, ich trage schon viel. Und meine Stimme auch, meine Tonlage ist auch. Ich habe jetzt auch eine höhere Stimme. Ja. Wenn ich lache, dann ja wie ein Weib, weißt du, so. Und dort habe ich irgendwie aber noch eine höhere Stimme. Also, ja, also am liebsten habe ich Kappen an. Aber auch am Morgen tue ich gerne meine Frisur stylen. So, weil meine Mutter ist Coiffeuse. Weißt du, also wirklich voll jenseits. Aber, was ich noch sagen ja. Auch dort meine Mitkonkurrenten, die haben gewusst, ich will dort an und ich will gewinnen. Und ich will mit dem dann nachher eine Karriere machen. Und haben sich alles schon im Kopf zu Weg gelegt. Und ich bin einfach dort an. Und das Einzige, was ich gewonnen habe, ist das Herz von der Kathi. So, und, aber das ist ein guter Sieg. Das ist ein schöner Sieg. Das finde ich ein besserer Sieg als das andere. Und sonst habe ich einfach gesungen. Oder? Ja. Ich bin auch der, der am schlechtesten vorbereitet war. Immer. Ich habe keine einzige Choreografie auswendig gewusst. Weißt du, so. Und ich glaube, das zeigt ein bisschen meinen Charakter. Ja. Oder? Und auch heute in der Musikszene sonst will ich niemandem etwas vorwerfen. Nein. Ist klar. Aber ich weiß es auch nicht. Logisch, irgendetwas. Etwas ist da, was mich unterscheidet. Irgendwie. Und ich habe jetzt einfach mit vielen Journalisten geredet und die haben auch gesagt, man, eben, viele haben gesagt, ey, eben, es ist alles ein bisschen langweilig, aber du bist manchmal doch noch irgendwie ein bisschen der Farbtupfer, der etwas anderes macht oder sich selber auch nicht so wichtig nimmt und über sich selber kann lachen kann. Ich finde, du bist ja voll offen. Ja, also, manchmal zu offen. Schon? Ja. Aber ist auch cool. Hey, komm, wenn ich etwas mache, dann mache ich es richtig. Und logisch, ich biete auch viel Angriffsfläche. Und, aber ich weiß nicht, weil da ist nichts dahinter, weißt? Ich habe keine... Du hast nichts zu verstecken, denkt es mich auch nicht. Ja, oder nicht doch. Viel. Was wäre denn zum Beispiel? Nein, das kann ich ja nicht sagen. Das würde ich nicht sagen. Okay. Aber nein, alles gut. Okay. Aber vielleicht ist das auch... Weil du hast wirklich so treue Leute, treue Fans.
Das, das finde ich mega krass bei dir. So wirklich, die Leute sind voll präsent, voll da. Du hast also eine mega Fanpage, Bashi Mania. Ja. Die ist fantastisch, Mann. Ja. Wieso, was der weiss mehr als ich. Und wenn ich nicht weiss, was ich glaube, gehe ich zu dem schauen. Ah, okay, das ist ein anderer. Nein, das ist mega toll. Ja, die sind schon 10 Jahre dabei. Gell? Ich meine, ich kann mir vorstellen, eben, meine Fans sind ja auch jetzt 10 Jahre älter, oder? Ja. Und viele Fans auch haben mich gar nicht gesehen bei Music Star, weil sie vielleicht erst 5 waren oder so, weißt? Ich meine, das ist schon crazy. Und von dem her, ich meine, der ist jetzt schon seit Anfang an dabei. Der hat vielleicht, keine Ahnung, jeden Sonntag 20 Stutz ausgegeben zum Voten am Telefon. Und das sind so mega Bindungen, die zu eingehen. Aber ich muss auch sagen, ich glaube, ich bin auch, eben, wie du gesagt hast, offen. Wenn jemand kommt auf mich, dann nehme ich deinen Arm und sage, komm, willst du ein Foto? Und ich rede noch mal mit denen. Ja. Und wir haben jetzt auch irgendeine Aktion gemacht. Mit dem Telefon? Ja, so eine Telefonaktion. Das ist so crazy, man. Also du kannst mir eigentlich anrufen und ich nehme wirklich das Telefon auch ab. Ja. Also nimm dich nicht zuerst irgendwie den Promotion Manager ab und sagt, ja, du bist Universal, willst du mit dem Bashi reden? Und ich nehme an und sage, hallo, hallo. Ja, hoi, du bist, keine Ahnung, Manuela. Also, ja, hoi, du bist der Bashi. Ja, voll krass, dass du jetzt annimmst. Hat die Idee gedacht? Ja. Nein, ich glaube, so zugänglich bin ich schon, aber eben, ich weiß es auch nicht. Und was hat es jetzt da für so Begegnungen und Anrufe gegeben? Alles. Das ist super lustig. Nein, voll. Also es ist wirklich, ich habe gesagt, das ist Futter für eine Hollywood-Story eigentlich. Nein, so der Mann mit dem Telefon. Könntest du jetzt voll so, ja, ich stand jetzt gerade auf einer Brücke und will mir das Leben nehmen. Und du bist so am Telefon und denkst so, ey, scheisse, Mann. Und dann aus dem aus eine Geschichte machen. Aber das hast du nicht gehabt? Nein. Okay, gut. Aber ich habe zum Beispiel jemanden gehabt, doch, der hat aus einer Psychiatrie angerufen oder aus einem Ding. Sie hat, hey, Scheiße, Mann, und kannst du mal etwas machen für uns? So, alle haben das Gefühl, die irgendwie so, eben so Borderline und so haben, die werden in unserer Gesellschaft nicht akzeptiert. Und ich habe einfach gesagt, was will ich machen? Ich habe gesagt, schau, ich mache Musik und gehe mit einem positiven Gefühl auf die Leute zu und strahle etwas Positives glaub, aus und sehe jedem Menschen etwas Gutes. Und dann habe ich ihr eine neue CD geschickt auf Chur und dann ich glaube, die ist jetzt happy. So. Aber auch sonst Leute, die einfach reden wollen. Ja, ich merke mal, ich glaube, es gibt viele Leute, die einfach reden wollen. Ja, jemand, der nicht zulässt. Vor allem, die haben ja auch eine Verbindung mit dir, eben durch deine Musik. Das, ja. Es ist nämlich so, wie das, als würden sie dich schon mega kennen und du hast keine Ahnung, wer sie sind. Ja, nein, es ist schon so. Okay. Aber eben, man kennt ja dich als Bashi, aber du hast ja so eine andere Seite. Hast du auch schon angetönt. Bashi ist ein Teil von deinem Leben, aber eigentlich bist du auch Sebastian Mögin. Worin unterscheiden sich die zwei Personen? Oder ja, sicher bin ich auf der Bühne ist halt ein bisschen anders drauf als normal, oder? Und ich meine, ich bin jetzt auch nicht der Bashi, also ich bin jetzt eigentlich der Sebastian, oder? Und weil ich rede ja, wenn die Kamera ab ist, nicht anders, nicht anders mit dir, nein, oder nein. So. Von dem her, ist das eigentlich wahrscheinlich nur einfach der Bashi bin ich, oder? Und der Sebastian ist der Bashi und ich mache halt Musik und ich bin eigentlich ein hoher scheucher Sieg, eigentlich. Du wirkst voll nicht scheuch. Also so, wie du lässt voll dein ja, Ding raus. Ja, aber trotzdem, wenn ich niemand, also wenn ich nicht mehr ankomme und Leute nicht kenne oder so, bin ich nicht unbedingt der, wo den ersten Schritt macht. Ich bin auch nicht irgendwie ein Flirter oder so. Oder ich gehe in eine Bar und sehe einen dort stehen und gehe an. Weißt du, ich kann irgendwie innerhalb von 2 Minuten lade ich dich auf einen Drink oder so. Überhaupt nicht, weißt du? Von dem her, ich weiß es auch nicht. Ja, ich bin einfach eigentlich ein ganz normaler Typ, der aus dem Baselland kommt. Und das probiert zu machen, was er am liebsten macht. Und das ist Musik. Und ja. Und kochen. Und kochen. Ganz wichtig. Und gamen. Gamen? Ja. Was gamest du? Fußball. Ja. Fußball, FIFA. Ja. Meine Mitbewohner spielen das konstant. Eben, und ich habe keine Ahnung. Ich tue keinen Film an. Ja, nein, ist eben auch schwierig. Für Frauen ist das, glaube ich, schwierig. So. Viele Tastenkombinationen aufs Mal und so. Welches Team hast du amigs? Ich spiele eben übers Internet, weißt, ja. So. Das heisst Ultimate. Und, ja. Okay. Ich glaube, das sparen wir uns für ein anderes Mal aus. Ist gut. Ja, ja. Okay, wir müssen jetzt langsam fertig. Was ist fertig? Ja, es ist sehr schnell gegangen. Martina sagt, wir können noch 5 Minuten machen. Es ist sehr heiß drin. Gehst du noch Ferien? So wegen Sommerferien und Sommer? Ich war 8 Tage in Sizilien. Schön. Und ja, vielleicht über Weihnachten, Neujahr, keine Ahnung. Wo willst du hingehen? Alle schwärmen von Thailand. Ich war noch nie in Thailand. So. Keine Ahnung. Mich interessiert eigentlich sehr, weil ich eigentlich leide. Zum Beispiel, das ist noch nie vorgekommen. Da beneide ich dann wieder andere, die sagen, ja, ich gehe jetzt ein halbes Jahr reisen. Gell? Die Freiheit. Das... Ja.
Das mach das mal. Ja, könnte ich schon machen. Ja. Ja, nein, jetzt mit dem Studio auch wieder nicht. Oder? Ja, und von dem her. So, weißt du, wenn ich jetzt irgendwie mit 35 zurückschaue und sage, Scheiße, bin ich richtig reisen. Und eigentlich habe ich Kopf damit die Welt gar nicht wirklich gesehen. Das ist oder? Etwas, was du jetzt so könntest bereuen. Ja. Ja, mach das nicht, geh reisen. Ja. Und schmeckt. Ja, wo gehen wir hin? Thailand. Nein, dann würde ich nicht auf Thailand. Ja, wo willst du denn hin? Auf Neuseeland. Das ist mega geil. Und da bist du schon gesehen? Nein, aber meine Mutter. Meine Mutter ist in einem Auto in so einen Bus eingestiegen und ist einfach durch Neuseeland durchgefahren. Nein. Doch. Geil. Das hat sie gemacht. Und ich sehe, so Sachen muss man mal machen. Ja, gut. Meine längste Reise war 4 Wochen in Südamerika. Ja, das ist länger als ich. Aber dann macht. Also, du kannst es nicht einfach machen. Versteht ihr das jetzt wirklich nicht frei? So zu finden, oder weißt du, zu finden, noch 3 Monate lang her, ich gehe jetzt für 3 Monate weg. Ja, aber ich muss es so weit planen. Ich müsste jetzt sagen, dass ich nächstes Jahr im Herbst dahin gehe. Weil jetzt habe ich Termine, nächstes Jahr gehe ich auf Tournee. Ja gut, dann gehen wir nach Hause und sagen dann Philipp das. Ja. Okay, Philipp, nächste Woche. Gut, also wir gehen das jetzt an Philipp sagen. Also. Cool, also danke vielmals. Danke. Ciao. Cool. Ciao.